Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 23. Mai. Heute dabei Pokémon Go, Apple Music, Apple on Campus, Amazon Channels, Amazon Go und Tesla. Fangen wir mit Pokémon Go an. Dort hat jetzt im Rahmen einer Preisverleihung der Produktmarketingchef von Niantic, die Firma hinter Pokémon Go, verkündet, dass es einen legendären Sommer geben wird. Was bedeutet das? Ja, viele leiten daraus ab, dass die legendären Pokémons, also ganz seltene Pokémons, die wirklich so heißen, also Legendary Pokémons, dass die jetzt diesen Sommer endlich veröffentlicht werden und ja, es bleibt spannend. Denn im März hatte bereits der CEO von Niantic gesagt, dass genau diese Pokémon auch dieses Jahr kommen werden. Und jetzt scheint es also dann im Sommer soweit zu sein. Apple Music. Apple Music ist ja seit Sommer 2015 am Start. Und wir kennen das hier. Es gibt eine kostenlose Testphase von 3 Monaten. Aber ja, das kennen wir hier. Aber in anderen Ländern schaut es anders aus. Mittlerweile jedenfalls. In diversen Ländern werden nämlich mittlerweile für eine Testphase auch 99 Cent abgebucht. Das ist so zum Beispiel in Australien und auch in der Schweiz. Und auch teilweise ist die Testphase einfach verkürzt worden. Zum Beispiel in den Niederlanden und in Irland ist nur noch 1 Monat kostenlos. Warum und weshalb? Keiner weiß es so genau. Es ist ein bisschen konfus. Naja. Jedenfalls in Deutschland stand heute immer noch 3 Monate kostenlos. Woanders muss man dann halt eben schauen. Aber bleiben wir bei konfusen Entscheidungen von Apple. Denn die haben jetzt auch den Dienst On Campus eingestellt. On Campus, das waren Studentenrabatte für bestimmte Hochschulen, die weitaus höher waren als der normale Studentenrabatt. Denn es gibt halt auch immer noch den ganz normalen Studentenrabatt über den Apple Store Bildung. Hier gibt es auch nichts weiteres an Informationen. Apple hat das einfach eingestellt. Entsprechende Teilnehmer an dem Dienst On Campus haben eine Mail bekommen, dass es eingestellt wird und das war's. Ja, wenn da etwas Neues zu kommt, werden wir wahrscheinlich nochmal darüber reden. Ansonsten ist es vorbei mit den Rabatten bei Apple. Aber eventuell kommt ja bei Amazon demnächst was bei rum. Denn Amazon möchte eventuell sein Pay-TV-Angebot, Amazon Channels, auch in Deutschland und in Großbritannien starten. In den USA hat Amazon nicht nur Prime Video und Streaming am Start und On Demand, sprich man leiht sich in Anführungsstrichen halt die Video aus dem Amazon Stores man leiht sich die Videos aus dem Amazon Store aus. Naja, es ist schwierig zu definieren, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Entweder ist es im Stream oder auch nicht. Naja, jedenfalls in den USA hat Amazon da auch noch das normale Fernsehen mit eingebunden. Sprich, man kann halt die Premium-Kabelsender auch über Amazon beziehen. Und das möchten sie jetzt wohl anscheinend auch in Deutschland und Großbritannien machen. Wann genau, wie und was, das weiß so keiner. Aber angeblich soll Amazon mit 25 Kanälen starten. Und schauen wir mal, ob das denn auch wirklich in Deutschland dann startet. Genauso wie das nächste Thema von Amazon. Amazon scheint sich auch umzugucken, um ihren Supermarkt Amazon Go nach Europa zu bringen. Derzeit schaut es danach aus, als ob London die Stadt wäre, wo es als erstes starten würde. Mich würde es auch nicht wundern, wenn danach irgendwann auch mal Berlin zur Debatte stehen würde. Und Amazon Go ist halt der Supermarkt, wo man reingeht, der Amazon gehört, sich einfach die Sachen packt, in die Tasche tut und wieder rausgeht. Und das ohne zu bezahlen, in Anführungsstrichen. Bezahlen tut man natürlich, aber all das ohne Kasse, ohne Bedienung, das wird einfach direkt abgebucht. Durch die Technologie von Amazon entsprechend wird es verrechnet. Ob man das gut findet oder nicht, ist auch nochmal eine andere Sache. Das, was wir im Dezember damals gesehen haben, auch in den Videos aus dem ersten Concept Store, war auf jeden Fall ganz interessant. Und mal schauen, ob es dann wirklich London wird. Und das letzte Thema für heute ist mal wieder Tesla.
denn die haben jetzt zurückgerudert und rückwirkend die Supercharger wieder gratis zur Verfügung gestellt. Supercharger, das sind die Tankstellen von Tesla selber, die früher immer umsonst waren, wo man sein Tesla einfach vollladen kann mit Strom. Und im Rahmen einer Umstrukturierung wurden die dann Anfang des Jahres reduziert auf eine gewisse Strommenge, die man nur tanken durfte. Und das ist jetzt wieder rückabgewickelt worden. Allerdings, um es ganz konfus zu machen, wer nach dem 20. Mai 2017, also von vor ein paar Tagen, seinen Tesla bestellt hat, der bekommt wieder nur eine begrenzte Anzahl von Strom an den Superchargern. Wer allerdings schon mal früher ein Model S und Model X gekauft hat und das jetzt wieder tut, der bekommt dann wieder umsonst die Supercharger, weil das so eine Art Treuebonus ist. Also wirklich ein bisschen verwirrend und hängt das wohl auch ein bisschen zusammen mit dem Model 3, was ja demnächst kommt, das günstige Fahrzeug von Tesla, um es mal so zu nennen. Und anscheinend möchten sie dann nicht noch oben drauf zahlen und den Strom raushauen. Aber wie es dann wirklich so ist, das werden wir sehen. Und das war's auch für heute im Geek Talk Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Wenn ihr Bock habt, hinterlasst uns doch eine Bewertung bei iTunes. Freuen wir uns immer sehr drüber. Und ich sag dann mal, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.